Verdammt nochmal, warum hast du denn nicht aufgepasst? Ich weiß, ich hätte nicht alleine mit ihm rausgehen sollen, aber er wollte sie gerne. Erkenntnis kommt verdammt spät, verdammt nochmal. Sag ich, dass du als Mutter bist und bleibst du eine Katastrophe. Das stimmt doch gar nicht. Ich würde eher sagen, dass der Typ selbst schuld ist. Er hätte mich nicht zupacken dürfen. Und Sie hätten ja einfach nach dem Halter des Fahrzeugs suchen können. Und eine Ewigkeit warten, oder was? Sagen Sie, sind Sie Nick Stone, die Fotografin? Eigentlich Nicola von Lahnstein, meine Cousine. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich Sie hier treffen würde. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeiten. Die alte Schnarchnase hat mir die wichtigsten Details mal wieder verheimlicht. Tja, vielleicht hat mein Cousin ja gedacht, dass Sie das zu sehr von den Vorbereitungen auf das Rennen ablenkt. In der Tat. Du bist ja so unglaublich sensibel. Dann fahren Sie so, wie Sie parken. Das sagt die Richtige. Ich habe keine Schramme in meinen Rennwagen gefahren. Ja, und wenn Sie mich nicht zugeparkt hätten... Hätten Sie keine Chance bekommen, Ihre Parkkünste zu beweisen. Und ich hätte auf diese beeindruckende Demonstration Ihres Temperaments verzichten müssen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, nicht wahr? Philipp zu Hohenfelden. Tja, den Rest klären Sie dann am besten mit meiner Versicherung. Haben Hannes die Oldtimer gefallen? Ja, sehr. Lydia, warte doch mal. Wenn du heute nicht gewesen wärst, ich... Ich hab doch wirklich gar nichts gemacht. Ja, trotzdem. Ich auszudenken, was alles hätte passieren können. Wenn er in den Burggraben gefallen wäre, ich meine, kann er nicht schwimmen. Ja, aber es ist ja alles gut gegangen. Ja. Seltsam, nicht? Man nimmt das Leben immer so als Konstante. Leid, Katastrophen, das passiert immer nur den anderen. Dabei kann das eigene Kind, ich meine, das kann so schnell passieren. Merkwürdig, dass man das immer verdrängt. Naja, vielleicht, weil man nicht von der Angst, es könnte ständig etwas passieren, gelähmt werden will. Ja. Weil man das Leben genießen will, statt sich vor ihm zu verstecken. Tja. Ich weiß zwar nicht, ob der dir was nützt. Der Stick? Oh mein Gott. Das ist ein Wunder. Ja, da ist die Sicherungskopie von meiner gesamten Recherche drauf. Exposé und Gliederung. Jetzt muss ich doch nicht wieder von vorne anfangen. Tja, wohl nicht. Danke. Danke. Du hast mich echt gerettet. Hab ich gern getan. Wo hast du die Tasche denn gefunden? Nicht ich, ja. Unser Vorarbeiter. Der Dieb hat sie wohl ins Gebüsch geschmissen, ganz in der Nähe. Verstehe. Hey, du hättest mir jetzt auch erzählen können, du hast den Typen doch noch erwischt und ihm in einer heldenhaften Aktion die Tasche entrissen und... Ich hätte dir geglaubt. Ich bin kein Lügner. Ja. Ich gehe dann besser mal. Ja? Ja. Andi? Danke. Wollte ich noch mal sagen. Hannes ist mir das Wichtigste auf der Welt. Natürlich, am Anfang hatte ich so meine Bedenken. Mir war völlig klar, dass Tanja ihn für ihre Zwecke instrumentalisieren würde. Aber dann, naja. Sein eigenes Kind muss man wohl lieben, oder?
Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Aber in meiner Zeit beim Jugendamt, da gab es Fälle. Also, ich konnte jedenfalls nicht anders, als den kleinen Racker in mein Herz zu schließen. Und natürlich habe ich mir vorgenommen, dass ich ihm ein besserer Vater wäre als... Als dein Vater dir? Wenn man dich so reden hört, könnte man fast glauben, du hast doch ein Herz. Tja, damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, du gibst dir normalerweise größte Mühe, es zu verstecken. Naja, es macht einen auch angreifbar. Ansgar, ich habe noch viel zu tun. Bis später. Ansgar, ich wollte noch mal mit dir sprechen, wegen der Sache mit Hannes. Ach, was gibt's da zu besprechen? Du hättest auf ihn aufpassen sollen und du hast es nicht getan. Ich sitze im Rollstuhl. Verdammt noch mal, verschon mich mit deinen dämlichen Ausflüchten! Dankeschön. Und? Und was? Hat der Prinz noch Stress gemacht? Ach so, nein, der war eigentlich ganz entspannt. Also, es ging. Das ist schon ein arroganter Schnösel. Ich dachte, du wolltest ihr den Kopf abreißen. Dafür ist er viel zu hübsch. Hübsch ist meine Cousine. Aber so wie ich sie einschätze, lässt sie sich nicht so leicht an den Finger wickeln. Wer sagt denn, dass ich ihm den Finger wickeln will? Ach komm schon, Philipp, ich kenne dich. Ist sie denn in festen Händen? Nein. Aber auch wenn du es vorhin abgestritten hast, du bist doch bestimmt nicht ohne Damenbegleitung unterwegs. Doch, diesmal schon. I hope the accommodation meets with your approval, madam. Yes, yes, yes. Very, very nice. Charming. But what I'd really like is a large bouquet of lilies on that table. There, I love lilies. Would you be so kind? Certainly, madam. Die Dame wünscht einen Strauß Lilien auf dem Tisch. Würden Sie sich darum kümmern? Ja. Shall I inform Prince Philip of your arrival, madam? No, 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 no. That won't be necessary. I want to surprise him. He loves surprises. Okay, wie heißt er? Wer? Ja, der Mann, dem du eben gerade begegnet bist. Philipp zu Hohenfelden. Aber du denkst gerade das völlig Falsche. Ich habe überhaupt nichts gedacht. Ich habe nur gesehen, nämlich dein verträumtes Lächeln. Jetzt mal ernsthaft. Ich kenne diesen Typ Mann. Und da falle ich nicht drauf rein. Ich nicht. Hier riecht's doch nach. Hello, darling. Did you miss me? You? What are you doing here? Well, I wanted to surprise you. Well, you succeeded. Don't get me wrong. I'm absolutely thrilled to see you. Oh, darling, so am I. Wait to hold you in my arms again. Auch wenn er es dieses Mal nicht auf das Preisgeld abgesehen haben sollte, er wird mir den Sieg schon aus purem Ehrgeiz nicht einfach überlassen. Hallo, Schatz. Über wen habt ihr gesprochen? Philipp. Ihr seid mich ja schon begegnet. Ja, das sind wir. Und du hast offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ach, tatsächlich. Ich habe Philipp übrigens zum Abendessen eingeladen. Hoffe, das war okay. Natürlich. Guten Abend. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Wir? Ich muss dazu sagen, ich bin in Begleitung. Well, Philip, aren't you going to introduce us? Of course. Darf ich Sie alle miteinander bekannt machen? Delighted. Enchanté. I'm Maria Di Paglia. Oh, I'm dangerous. It's beautiful.
Kommst du nicht mit zum Essen? Keine Hunger. War der USB-Stick etwa doch nicht mehr in der Tasche? Doch. Ja, ist doch super. Ja. Du klingst nicht gerade begeistert darüber. Andi? Es ist schrecklich. Ich kriege ihn einfach nicht hier raus. Wenn sich da erstmal einer eingenistet hat, dann ist es auch verflucht schwer, ihn da wieder rauszukriegen. Mann, es ist so kompliziert zwischen uns. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach vergessen. Warum muss ich andauernd an ihn denken? Wenn du nicht alleine sein willst, ich habe gar nicht so einen großen Hunger. Nein, nein, geh ruhig runter zu den anderen. Wirklich? Wirklich. Gut, gute Nacht. Wann ist der Braten fertig? In 40 Minuten. In 40 Minuten. Dann los und bitte nicht trödeln, wir haben einen sehr strengen Zeitplan einzuhalten. Philip. Nerves, tomorrow's race. Oh, yes, of course. The race. What else could it be? Alles in Ordnung mit dir, Nico? Ja, klar. Would you do us the honor of announcing the start of tomorrow's race? Oh, certainly. It would be a great pleasure. And what's about a drink? Oh, yes. Cognac? Cognac's great. Okay. Sie wird morgen das Rennen eröffnen? Wer ist sie überhaupt? Sie ist die Begleitung von Philipp. Hm. Have you got a light, darling? Of course. You're so sweet. What would I do without you? Hello. Thank you. Chanté. Ja. Meinst du, die beiden sind ein Paar? Offensichtlich. Es macht mir nichts aus. Ich fall auf so Typen nicht rein. Time turns to fate. When you smile to that boy that thinks too much. But broken in silence, I adore you. But I'll wait for you. With all those words that you fear most, and I'll breathe out my name so loud on to you, 'cause I'm lonely. Broken.
by you. But smile, look alive, don't claim that you're better. Oh, don't speak out with all those words that you fear most. Irgendwie kam mir diese Frau bekannt vor. Wahrscheinlich kennst du sie aus der Glanz und Gloria. Wie ist nochmal ihr Name? Ach, ist doch egal. Was mich viel mehr interessiert ist, was will dieser Philipp von der Frau? Die passen überhaupt nicht zusammen. Ja, sie sind schon ein ungewöhnliches Paar. Hier, danke. Ich sag dir was. Der lässt sich von ihr aushalten. Meinst du? Aber er kommt auch aus einer äußerst reichen Familie. Ja, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Vielleicht haben sie ihm ja den Geldhahn zugedreht. Ich kenne solche Männer. Irgendwie verdächtig. Das sagst du mir nämlich jetzt schon zum dritten Mal. Ja, weil ich hasse solche Typen. Die meinen, sie könnten mit ihrem Charme jeden um den Finger wickeln. Dabei geht es nur um ihren Vorteil. Bist du jetzt nicht ein bisschen unfair? Ich habe eben Menschenkenntnis. Aber vielleicht ist das ja auch so wie bei dem Fuchs, bei dem die Trauben ein wenig zu hoch hängen. Ach, jetzt fängst du schon wieder damit an. Man könnte ja fast meinen, du willst mich mit ihm verkuppeln. Nein, ich habe nur auch Menschenkenntnis. Die lässt sich aber gerade ganz schön im Stich. Dieser Philipp von und zu lässt mich nämlich völlig kalt. You've taken a shine to that little countess, haven't you? Who do you mean? There were at least three little countesses present tonight. Oh, you know exactly who I mean. Nicola von whatever her name is, the photographer. Oh, her. Yes, she seems to be nice. Oh, yeah, she seems to be nice, yes. Well, she's pretty, successful, and rich. You're drawn to rich women, aren't you? What is that meant to mean? Oh, nothing. I just have the feeling that you are drawn to women who have lots of cash, you know? And I think that's why you're attracted to me, because of my money. Nonsense. No. What are you talking about? Your jealousy is completely unfounded. Oh. Really? Are you sure? Well, that's all right then. I need to go to bed now. Oh. I have to be fit for tomorrow's race. Of course you do. Well, before you go, would you mind, would you just help me undo this necklace, please? There's no need to be nervous, darling. I know you're going to do brilliantly tomorrow, and you're going to walk away with the cup and the prize money. Ach, Lydia, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Worum geht's denn? Ich wollte mich bei dir bedanken, wegen Hannes. Ja, was habe ich auch schon Ansgar gesagt? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist mir quasi in die Arme gelaufen, auf der Suche nach Hilfe für dich. Aber allein, dass er Hilfe suchen muss für mich. Ja, du bist halt gerade ein bisschen eingeschränkt, aber das wird wieder. Vielleicht bin ich keine gute Mutter. Ansgar sagt das, ja. Er hat mir schreckliche Vorwürfe gemacht. Aber das war bestimmt nur eine Überreaktion, weil er sich solche Sorgen um Hannes gemacht hat. Nein, du hättest ihn sehen sollen, er war völlig verändert. Meinst du das? Weißt du, er hat nie viel Zeit für mich gehabt, aber wenn er da war, dann hatte ich das Gefühl, er liebt mich. Er war zärtlich und zuvorkommend. Und jetzt nicht mehr? Nein. Er ist kalt und verletzend und voller Verachtung. Ich habe das Gefühl, du hasst mich. Guten Morgen. Wir sind spät dran. Die anderen haben schon gefrühstückt. Müssen Sie sich nicht langsam auf das Rennen vorbereiten? Doch, gleich. Könnte ich bitte einen Kaffee haben? Werden Sie heute Fotos machen? Hatte ich vor. Eine Ehre für mich. Sie haben wirklich ein tolles Auge. Danke. Was ist eigentlich mit Ihrer charmanten Freundin? Ich glaube, Sie haben ein völlig falsches Bild von mir. Das denke ich nicht.
Als Fotografin sind Sie es wahrscheinlich gewohnt, Menschen auf den ersten Blick einzuschätzen. Aber manchmal täuscht er auch. Und es lohnt sich, einen zweiten zu riskieren. Wie kommen Sie darauf, dass ich überhaupt interessiert bin? Viel Glück beim Rennen. Was ist mit Ihrem Kaffee? Den trinke ich später. Allein. Hallo, Lydia. Ist irgendwas? Du glaubst wohl, du kannst jeden Menschen so manipulieren, wie es dir gefällt, oder? Moment mal, was soll das denn heißen? Ich war gerade bei Tanja. Und wenn dir wirklich so viel an deinem Sohn liegt, wie du gestern noch so großartig getönt hast, dann geh gefälligst anständig mit seiner Mutter um. Also Moment mal, du... Hey, du kennst doch Tanja. Sie sitzt im Rollstuhl und kann sich an nichts erinnern. Da könnte man schon ein bisschen mehr Rücksicht erwarten. Bitte? Rücksicht auf Tanja? Ich habe echt für einen kurzen Moment geglaubt, du hättest dich geändert und was dazu gelernt. Aber das wirst du wohl nie tun. Ist echt cool. Dankeschön. Mein Papa hat auch ein Auto, ganz viele sogar. Die sind aber bestimmt nicht so alt wie meins, oder? Nein. Lust auf eine Probefahrt? Oh ja. Na, komm mal her. Oh.